Warum hältst du? Weil ich habe das Gefühl, er stottert. Wer stottert? Dein Wagen. Wahrscheinlich sind die Kerzen verdreckt. Das sollte man mal nachsehen lassen. Quatsch, der Wagen war gerade erst in der Inspektion. Außerdem, ich habe nicht bemerkt, dass er stottert. Na also, fahr schön. Na, oder soll ich fahren? Ich will überhaupt nicht mehr weiterfahren. Was heißt das? Das heißt, dass ich erst morgen zu Hause ankommen möchte. Meinst du, dass das geht? Du willst... Ja, ich werde zu Hause anrufen und werde sagen, die Gespräche mit euren Journalisten sind so wichtig, dass wir noch einen Tag anhängen möchten. Wobei ich natürlich mehr an die Nacht denke. Ich möchte nicht, dass alles so schnell vorbei ist. Dazu waren die letzten Tage zu schön. Die letzten Tage? Ja, die auch. Hey, was ist los, Alter? Machst doch sonst nicht schlapp. Dass dein Vater das nicht sehen konnte. Aber vielleicht sieht es ja auch. Was? Ihr beide zusammen in Bingert. Das hat er sich immer gewünscht. Alle an einem Strick. Das hat er sich immer gewünscht. Aber aufgeführt hat er sich, dass ich mir am liebsten den Strick genommen hätte. Bist du deswegen Lehrer geworden? Auch. Also was ist jetzt? Machen wir weiter oder machen wir in Gefühlsduselei? Ein bisschen mehr Gefühl könnte dir manchmal nicht schaden, Gunther. Lass dir das von einem alten Mann gesagt sein. Ja, wo gehst du denn hin? Wir sind noch nicht fertig. Der geht nicht weg. Der muss sich nur wieder auf seine Betriebstemperatur bringen. Alle an einem Strick. Schade, dass er das nicht mehr erleben konnte. Sei was an dir. Oh, Entschuldigung. Wir wollten nur fragen, ob der Zimmer frei ist. Habe ich noch. Diese Jahreszeit. Wir haben so viele Zimmer frei, dass wir aussuchen können. Na, dann werden wir das mal tun. Für eine Nacht? Ja, leider. Ich würde gern länger bleiben, aber wir sind nur auf der Durchreise. Sehr wohl. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns. Leider nein. Wie bitte? Ich fühle mich wirklich nicht ganz wohl. Ich würde gern auf dem Zimmer essen. Glauben Sie, das ist möglich? Selbstverständlich, gnädige Frau. Sie brauchen nur anzurufen. Anrufen muss ich noch. Wie kriege ich ein Amt? Na, ganz einfach. Sie wählen die Null. Und falls Sie eine Kopfschmerztablette wünschen... Nein, danke. Aber ein Champagner wäre vielleicht hilfreich. Würden Sie den bitte hochschicken? Der Kreislauf. Selbstverständlich, gnädige Frau. Wird sofort erledigt. Dann darf ich Ihnen jetzt Napoleon zeigen. Napoleon? Unser schönstes Zimmer. In dem Bett hat Napoleon geschlafen, als er sich in Trier aufhielt. Oh, Sie machen mich neugierig. Leo. Kannst du mir sagen, was Eltern bewegt, ihr Kind Leo zu nennen? Die konnten doch gar nicht wissen, ob aus dir ein Löwe wird. Meinst du, ich bin einer? Das hat mir noch niemand gesagt. Immerhin, etwas Mähne hast du ja. Und möglicherweise Krallen, die du allerdings bis jetzt noch nicht gezeigt hast. Hast du welche? Nein, ich muss mich anders wehren. Aber zur Not kann ich laufen. Sehr schnell sogar. Und willst du das? Was? Laufen. Weglaufen. Warum sollte ich? Du könntest doch finden, dass ich zu alt für dich bin. Oder zu mollig. Soll ich abnehmen? Ich könnte mein Geburtsdatum im Pass fälschen lassen. Also wenn du abnimmst, siehst du mich nie mehr wieder. Und ich werde dich auch nicht im Gefängnis besuchen kommen, wenn du als Fälscherin eingelocht wirst. Und was wirst du dann tun? Was meinst du? Ich meine, was wird aus uns? Das ist dumm, sowas zu fragen, ich weiß. Wahrscheinlich sogar ein Fehler. Aber man kann Gedanken nicht abschalten. Und verdrängen haben wir nicht nötig. Hoffe ich wenigstens. Soll ich um deine Hand anhalten? Du würdest dir einen Korb holen. Glaube mal. Es hat mit Emanzipation gar nichts zu tun, aber... Aber? Die Wirklichkeit ist die... Nach Rolands Tod ist mein Leben Moselbrück.
Und daran kann und will ich nichts ändern. Ja, Martin, der hat übernommen. Hat geheiratet und wird Vater. Und eines Tages... Eines Tages wird Martin vielleicht alles hinschmeißen und mit Michelle nach Frankreich gehen. Weil sie sich mit unseren bescheidenen Verhältnissen nicht abfinden kann. Dann ist Gunther da. Gunther ist lieb. Sehr lieb. Und sehr impulsiv, genau wie sein Vater. Aber die Zeiten haben sich geändert. Wenn einer mit dem Kopf durch die Wand will, na. Gunther muss noch sehr viel lernen. Nein, nein. Ich kann da nicht weg. Und du willst da nicht hin. Und das verstehe ich. Die Leute werden immer sagen, ich hätte mich eingeschlichen. Wobei einem eigentlich egal sein sollte, was die Leute denken. Die können einen nur ruinieren. Boykottieren und ruinieren, so einfach ist das. Schade. Jedenfalls du noch. Ja, du warst richtig albern. Du hast recht. Ich habe gelernt, für jede Stunde, für jede schöne Stunde dankbar zu sein. Weißt du, worauf ich mich freue? Na, dass ich heute Nacht nicht alleine schlafen muss. Ich werde versuchen, so oft wie möglich aufzuwachen. Und wenn ich dann neben mich fasse, dann ist da jemand. Jemand? Das verbitte ich mir. Ich bin Leo. Ja, Leo. Guten Morgen. Frau Pötinger. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gestört. Die ganze Nacht durchgearbeitet. Wie spät ist es denn? Gleich 8. Darf ich das auch abräumen? Und Ihnen habe ich vertraut, Frau Pötinger. Was wollen Sie damit sagen? Na ja, meine Steuererklärung. Sie haben doch behauptet, Sie könnten alles vorbereiten. Das habe ich auch. Leider habe ich vergessen, meine Überstunden aufzuschreiben. Na, nicht nur das. Dieser Unordnung kennt sich ja keine Sau aus. Also ich habe mich ausgekannt. Und der Steuerberater hätte sich auch ausgekannt. Natürlich, wie die Sachen jetzt aussehen. Und Sie hätten sich auch ausgekannt, wenn Sie nicht... Der Faber muss her. Herr Faber? Ja, der hat Einblick gehabt. Der muss doch über das letzte Jahr noch Bescheid wissen. Rufen Sie ihn an, er soll sofort zu mir ins Büro kommen. Ich kann ihn gern anrufen, aber er wird nicht kommen. Warum denn nicht? Sollten Sie vergessen haben, dass Sie ihn rausgeschmissen haben. Seitdem arbeitet er halbtags bei Ihrer Schwägerin. Muss ich denn hier wirklich alles alleine machen? Wünschen Sie Frühstück? Sie wissen ganz genau, was ich wünsche. Herr Faber, Zeithaus. Nein, ich will Sie sprechen. Ja, ich wollte Sie um eine Gefälligkeit bitten. Das heißt, Frau Büdinger wollte Sie eigentlich bitten. Ja, sie ist nämlich schuld an dieser ganzen Misere. Es geht um meine Steuererklärung, nicht, die sie versucht hat vorzubereiten, aber das Ergebnis ist höchst unbefriedigend. Und morgen früh, da erwarte ich den Steuerberater und ich... Ja, das weiß ich, ja. Also, dann geben Sie mir meine Schwägerin, ja. Was? Und wann kommt sie zurück? Das ist Ihre Privatangelegenheit. Ich habe Sie nicht danach gefragt. Nun hätte ich gerne noch mal ein Schlückschen von der. Also, der hat ja sowas von Blumen. Siehst du, was ich meine, wenn? Blumen. Ich glaube, bei Ihnen sagt man dafür Fleur. Wissen Sie, was man bei uns dafür sagt? Lasst Blumen sprechen. Prost. Monsieur, ich habe... Hm. Das ist hier Monsieur, ich bin doch der dolle Juppie. Ne? Und das hier, das sind... Karl-Heinz. Ja, das tut nichts zur Sache. Genau. Und Sie sind richtig Französin, das ist ja ein Ding. Das sieht man sofort. Braucht man Sie gar nicht sprechen hören. Das ist zu lecker, wie Sie sprechen. Sagen Sie doch noch mal was.
Monsieur, ich muss jetzt in die Küche, damit ich meinen Männern das Essen in den Fingern bringen kann. Also was bitte. Haben Sie gesagt, meine Männer? Ach, wissen Sie, was man bei uns dafür sagt? Plural. Ist ja klar, dass Sie mehrere Männer haben. Was sind Sie sonst, Französin? Sind die auch lieb für Sie? Alle? Ihre Männer? Was haben Sie gesagt? Und ich lasse Sie hier allein. So was Leckeres werde ich doch nicht alleine lassen. Nee, nix. Stellen Sie sich mal vor, wenn der böse Wolf kommt. Also, Monsieur, bitte. Wollen Sie bestellen oder nicht? Also jetzt, jetzt wird das ernst. Pass auf. Ich nehme von denen da 6er-Karton. Und das hier, hier ist meine Karte. Meine Visitkarte. Schicken Sie das an mir. Das ist auch meinetwegen kein Nachname. Und jetzt sehe ich ja noch ein kleines Schlückschen von der Herbe. One for the road, wie die Amerikaner sagen. Können Sie Englisch, was? Doch sicher bestimmt. Was? Sie sind doch heavy on wire, ne? Juppie. Ja? Juppie. Ja, was ist denn? Juppie, ich glaube, ich muss kotzen. Schon wieder? Oh, Scheiße. Wunder wäre das nicht, nach der Piste, die uns vorhin eingeschüttet haben. Sie sind nämlich schon der dritte Keller, den wir jetzt durchmachen hier. Mein Freund muss sich kotzen. Können wir den mal abführen? Uns geht dann ja noch alles in die gute Stube. Was haben Sie gesagt? Toilette, pour ami, sonst... Das Taxi wird gleich kommen. Also im Urlaub, ne? Da gibt es für mich bloß nach Frankreich. Da gibt es gar kein Vertun. Schon bloß wegen der Küche. Da kannst du essen. Auf Darm kommen wir raus. Da wirst du nicht fett. Gucken Sie sich doch mal an. Das ist doch das beste Beispiel dafür. Ne? Obwohl, ich glaube, Ihre Bluse, ne? Da ist ja ganz schwer was los. Ne? Stimmt doch, oder? Bitte, Monsieur. Oh, pardon. Das ist es. Das sind Schwachspierigkeiten. Ich habe Sie anständig ein Kompliment gemacht. Sie haben da missverstanden. Völlig. Völlig missverstanden. Laufen Sie weg, ich will Sie doch gar nichts. Anna. Michelle. Endlich bist du da. Was ist denn los? Die Männer wollten eine Weinprobe machen. Die habe ich gemacht. Dann habe ich erst gemerkt, dass sie schon vorher getrunken hatten. Ich wollte was verkaufen, aber die sind schrecklich so ordinär. Die steckten Althammer, genannte dolle Juppie. Wir waren im Mosel ein bisschen unsicher, meine Kumpels und ich. Was haben Sie da bloß für eine grandiose Verkäuferin? Und außerdem auch noch Französin, auch noch. Mensch, gratuliere. Ja, die Verkäuferin ist meine Schwiegertochter. Oh, meine. Haben Sie einen Wagen? Ja, sicher, mit Einspritzpumpe, aber... Den haben wir im Hotel, weil einspritzen tun wir alleine. Ne? Das Taxi habe ich bestellt. Das Taxi wird gleich kommen. Finger weg! Den Kunde. Die leben von uns. Das ist richtig. Und ich hoffe, Sie beehren uns auch bald wieder. Ihr Wagen. Wo wollen Sie denn hinfahren? Wo wollen Sie hinfahren? Die nächste Keller. Müssen wir probieren. Im heißen Sommer, da muss man lückenlos eingedeckt sein, wie spät lesen. Ja. Oh, Moselle, du hast ja so viel Wein. Oh, Moselle. Naja, das gibt schon manchmal schlimme Kunden. Davon könnte ich ein Lied singen. Warum hast du denn nicht Herrn Faber gerufen, als die Kerle unangenehm wurden? Herr Faber ist nicht da. Und ich hätte doch gehofft, was wir zu gekauft haben. Was heißt das denn? Onkel Ludwig hat angerufen und gebeten, dass er kommt. Es geht um die Steuerdeklaration vor 3 Jahren. Und Herr Faber... Herr Faber arbeitet jetzt für mich. Und ich möchte unter keinen Umständen, dass du allein im Hause bist, wenn die anderen im Wingert sind. Ich muss das Essen bringen. Es ist schon gleich 12 Uhr. Und jetzt? Möchtest du einen Kaffee? Keinen Kaffee. Du weißt, dass ich heute Vormittag schon in Koblenz sein wollte. Ich werde dir eine Entschuldigung schreiben. Und was steht da drin? Dass du noch in einer dringenden Angelegenheit nachkochen musstest. So, so. Angelegenheit nennt man das. Und wenn Menschen in deinem Verband sitzen, dann werden sie diese Entschuldigung akzeptieren.
Das erzähle ich dir dann heute Abend am Telefon. Also? Wie geht's dir? Das fragt jeden Tag Martins Mutter. Und jeden Tag sage ich danke gut. Aber sie ruft trotzdem wieder an. Ja, ja, die gute Elfriede. Ich habe ein neues Wort gelernt. Nervensäge. Ja, sie ist eben auch viel allein. Auch? Wer ist noch allein? Du hast recht, ich bin nicht allein. Auch wenn Herr Römer wieder abgefahren ist. Ich habe gedacht, er bleibt vielleicht hier. Nein, Michelle, das haben wir uns sehr genau überlegt. Leo bleibt in Winningen. Aber wir werden versuchen, uns so oft wie möglich zu sehen. Sag mal, wozu brauchst du so viel Petersilie? Ich habe eine Gemüsesuppe gemacht. Und in einem Teelöffel Petersilie sind so viele Vitamine, wie der Mensch braucht. Sehr gesund. Willst du das Essen allein raufbringen oder erlaubst du, dass ich mitkomme? Martin ist sicher neugierig, wie die Veranstaltung war. Könntest du nicht alleine fahren? Dann kann ich meine Gymnastik machen. Dafür habe ich heute keine Zeit. Was denn? Du machst Gymnastik? Ja, ich bin in einem Kurs für werdenden Mütter. Und die haben gezeigt, wie man machen muss. Ist schon gut. Ich ziehe mir noch rasch was anderes an. Wenn man hier schon nichts zu essen kriegt, dann will ich wenigstens was zu trinken haben. Vielleicht sollst du Michelle mal eine Uhr schenken. Vielleicht hat sie ein ganzes Menü gekocht. Warten wir es ab. Blödsinn. Hallo Matzenbach, na, wie geht's? Ja, beschissen wie immer. Na, dann ist ja gut. Ich hab mich ein bisschen verspätet, tut mir leid. Haben Sie heute gekocht? Nee, ich bin doch gerade erst zurückgekommen. Ach so. Wieso? Habt ihr nicht genug zu essen bekommen? Michelle ist ein liebes Mädchen. Aber leider hat sie nie kochen gelernt. Na ja, ich bin Selbstversorger. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Wir haben noch in Cochem übernachtet und haben die Reise ausklingen lassen. Ja. Von Reise kann man doch gar nicht reden. 3 Tage. Ja, und ist was dabei herausgekommen? Es gab sehr gutes deutsches Essen, sehr guten österreichischen Wein und einen geistreichen Wiener, der Asche aufs österreichische Haupt gestreut hat. Die Journalisten waren begeistert. Na, ich hoffe, die schreiben entsprechend darüber. Sehr gutes deutsches Essen. Wieso? Schmeckt dir die Suppe nicht? Es ist kein Speck drin, keine Wurst. Wie soll die schon schmecken? Ja, Michelle kriegt ein Kind und wir müssen gesund essen. Michelle meint, man sollte so wenig wie möglich tierische Fette zu sich nehmen. Da hat sie nicht ganz unrecht. Aber es wird sich ja wohl ein geschmackvoller Kompromiss finden lassen. Nicht wahr? Kompromiss? Tierisch ist ja ganz was anderes. Was meinst du damit? Mein großer Bruder, unser aller Chef, träumt vom Öko-Wein. Was? Ich träume nicht. Aber ich überlege. Was heißt denn das? Die Weinskandale der letzten Zeit. Davon war ja wohl auf eure Veranstaltung hinreichend die Rede. Und wenn wir nun einen absolut sauberen Wein hätten. Unser Wein ist sauber. Aber wir spritzen gegen Ungeziefer und Unkraut. Aber das tun doch alle. Nein. Der Beres hat im letzten Jahr das Geld für die Chemie gespart und einen Ertrag von 20% erwirtschaftet. Beneidenswert. Da können wir ja gleich zumachen. Wir arbeiten doch jetzt schon unter Selbstkostenpreis. Es wird zunehmend Leute geben, die bereit sind, für Ökowein ein Vielfaches zu bezahlen. Das werde ich nicht mehr erleben. Ich arbeite ab morgen wieder bei Ludwig im Handel. Der ist wenigstens Realist. Moment mal, Kinder. Darüber muss man noch in aller Ruhe nachdenken. Ruhe? Wird's nie mehr geben, wenn ihr erst mal anfangt, das Unkraut von Hand zu zupfen. Da könnt ihr nachts mit der Taschenlampe weiterarbeiten. Also wir haben hier 20 Reihen. Wenn da der Hubschrauber drüber geht, da kann er uns gar nicht aussparen. Natürlich nicht. Aber Martin hat auch dafür eine Lösung. Und das ist der Clou. Was heißt das? Remberg will seine Steillage verkaufen. Und da ist links und rechts nichts. Da kommt doch kein Hubschrauber, wenn wir nicht wollen. Und wenn wir die Lage am Steinkreuz abstoßen und einen Kredit aufnehmen. Also Martin, nicht schon wieder einen Kredit. Ich bin heilfroh, dass wir unsere Schulden bei Ludwig los sind. Und dann kommst du und willst... Reg dich nicht auf, Mütterchen. Der Martin fantasiert. Die Bank muss man mir mal zeigen, die heute einem Winzer für so ein Projekt Kredit gibt.
du, das wär's dann jetzt mal. Das war alles völlig durcheinander gebracht. Ja, das war der Chef persönlich. Was? Durcheinander gebracht. Da hat er 3 Nächte für gebraucht. Aber mir traut er ja nicht. Dabei habe ich wirklich versucht. Die Unterlagen sind doch alle da. Ja, natürlich sind sie da. Da habe ich jedes Wochenende dran gearbeitet. Für die Erklärung hat er nicht mal den Steuerberater gebracht. Er weiß ja alles besser. Weil er da noch getrunken hat. Er hat mich behandelt wie den letzten Dreck. Ja, dann frage ich mich, was sie hier noch hält. Das frage ich mich auch manchmal. Aber er kann natürlich auch wieder sehr nett sein. Neulich hat er mich sogar zum Fasching mitgenommen. Na, das ist natürlich einmalig. Dafür nicht auch bleiben. Seit Sie weg sind. Und wenn ich auch noch gehe, dann bricht ihr doch alles zusammen. Kennt Sie doch niemand so gut aus. Deswegen habe ich ihn jetzt noch auflaufen lassen und gehofft, er merkt, was er an mir hat. Weil dann hat er Sie angerufen. Und ich bin auch gekommen. Aber ich komme nie wieder. Das verspreche ich. Frau Büdinger, ich... Ach, Herr Faber. Na, haben Sie sich zurechtgefunden in dem Chaos? Das Chaos trägt Ihre Handschrift. Was wollen Sie damit sagen? Alles war bestens geordnet, wie ich an der Handschrift von Frau Büdinger erkennen konnte. Ja, Frau Büdinger hat sich ja Mühe gegeben, aber im Grunde hat sie immer noch nicht kapiert, worauf es ankommt. So, dann kann ich also gehen. Nein, Sie können nicht gehen. Seien Sie doch nicht beim geringsten Anlass gleich eingeschnappt. Herr Faber, auf ein Wort. Wollen Sie auch einen Schluck? Vielen Dank. Bitte. Das Chaos trägt also meine Handschrift. Das hätten Sie sich vor einem halben Jahr nicht zu sagen getraut. Richtig. Da Sie aber nun vor Selbstbewusstsein strotzen, dann könnten Sie doch wieder für mich arbeiten. Vielen Dank, aber ich bin bei Ihrer Schwägerin sehr zufrieden. Wie schön. Aber zu welchem Preis? Was kann Ihnen Hanna schon bezahlen? Geld ist wichtig. Zufriedenheit ist wichtiger. Das haben Sie sehr schön gesagt. Zufriedenheit. Zufriedenheit macht aber auch satt, Herr Faber. Und wer satt ist, bemüht sich nicht mehr. Er ist nicht mehr neugierig. Wer saturiert ist, wird bequem. Und das bedeutet Rückschritt. Wollen Sie sich in Ihrem Alter damit abfinden, dass Sie in einem durchschnittlichen Betrieb halbtags beschäftigt sind? Nein. Ich sehe das Ende meiner Karriere noch nicht gekommen. Ach, Sie haben Pläne. Sie nicht? Das ist keine Antwort auf meine Frage. Tja, die Zeiten sind vorbei, wo ich Ihnen auf jede Frage eine Antwort geben musste. Sie haben sich ganz schön rausgemacht. Aber jeder Stolz hat seinen Preis. Sagen wir 4.000 im Monat, plus eventuelle Prämien. Darf ich mich verabschieden? Wenn Sie das durchsehen, werden Sie sich rasch wieder zurechtfinden. Dann sagen Sie mir wenigstens noch eins. Ja. Warum sind Sie überhaupt gekommen, wenn Sie gar nicht vorhaben, mir zu helfen? Ich habe Frau Büdinger geholfen. Und wenn Sie wieder mal Ihre Steuer durchwühlen, dann sollten Sie das am besten mit ihr zusammentun. Und vor allem nicht nachts. Frau Büdinger versteht doch nicht einmal das kleine Einmaleins. Nein. Dann sollten Sie es wirklich mal ohne sie probieren. Ich rede doch nicht von dem alltäglichen Kram. Sondern? In jeder Steuererklärung müssen Fehler sein, die die Idioten finden. Dann sind sie zufrieden und übersehen möglicherweise das, was wirklich wichtig ist. Das wird die da draußen nie kapieren. Aha. Dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Steuerprüfung. Ich wollte sagen... Frau Büdinger! Nehmen Sie Platz. Wir werden das alles noch einmal in Ruhe durchsehen.
Mutter? Die schickt der Himmel. Mich schickt Frau Büdinger. Ich suche Ludwig und sie hat mir gesagt, dass er in Anker ist. Aber ihr habt doch heute Ruhetag. Haben wir auch. Eigentlich wollte ich nach Trier ein paar Einkäufe machen. Da kommt dein Onkel nur auf ein Glas, er hätte was zu feiern. Das waren zwei. Und dann ist er vom 100. ins 1000. gekommen. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn loswerden soll. Vielleicht kannst du mir helfen. Warum schmeißt ihr ihn nicht einfach raus? Weil er einer unserer besten Gäste ist. Den kann ich nicht einfach so rausschmeißen. Vielleicht du nicht, aber Karl. Der Karl ist doch zur Kur wie jedes Jahr zur ruhigen Zeit. Komm, red du mal mit ihm. Ich kann einfach nicht unhöflich sein. Nanu, wer kommt denn da? Wir haben doch Ruhetag. Frau Büdinger hat mir gesagt, wo du bist. Ich wollte mit dir sprechen. Sehr gut. Monika, ein Glas. Und ich glaube, wir werden noch ein Fläschchen brauchen. Mein Neffe will mit mir sprechen. Ja, aber das muss doch nicht hier sein. Wir gehen nach Hause. Kommst du? Nach Hause? Was ist denn schon mein Zuhause? Ein großes, leeres Haus, in dem Frau Büdinger auf mich lauert. Und zwar mit anklagendem Gesicht. Mindestens dreimal in der Woche hat sie dieses anklagende Gesicht. Sie soll sich operieren lassen. Ist doch alles heute schon möglich. Dass ihre Mundwinkel endlich mal nach oben gehen. So, ne? Ludwig, du bist ja blau. Das nennst du blau? Blau war ich, als ich Martins Hochzeit verpennt habe. Aber heute bin ich nur etwas angeheitert. Und das hat seinen Grund. Eine kleine Feier. Was denn für eine Feier? Ich feiere meine Steuererklärung. Die ist so voller Feinheiten, dass ich mit jemandem anstoßen wollte, nicht? Und Monika war so liebenswürdig, mir Gesellschaft zu leisten. Prost, Monika. Warum setzen Sie sich eigentlich nicht wieder an den Tisch? Ja, Monika will, dass man ihre Beine besser sieht. Quatsch. Aber als Wirtin setzen Sie sich nicht unaufgefordert an den Tisch. Monika wollte in die Stadt zum Einkaufen. Ja. Aber sie hat es dann vorgezogen, sich mit mir zu unterhalten. Ne? Aber jetzt bist ja du da. Hm? Darf ich dich fragen, was du von mir wolltest? Ich wollte dich nur fragen, ob ich ab morgen wieder bei dir arbeiten kann. Martin ist von der Hochzeitsreise zurück. Hanna ist auch wieder da und ich so, möchte... So, Hanna ist wieder da. Sie hat für österreichischen Wein Reklame gemacht. Sie und ihr Herr Römer. Es ist eine Schande, als ob der deutsche Wein nicht selber genug Probleme hätte. Du bist ja wirklich blau. Komm jetzt. Willst du damit sagen, der deutsche Wein hätte keine Probleme? Wir brauchen mehr Umsatz. Und damit fangen wir gleich an. Noch eine. Die Monika möchte, dass wir jetzt nach Hause gehen. Möchte sie das, Monika? Möchten Sie das? Ist ja sowieso schon zu spät. Ist du? Monika hat Herz. Herz und Beine. Wenn Frau Büdinger wenigstens Beine hätte. Ja. Mhm. Und wie war dein Tag? Ach, da haben die... Was? Das sage ich dir später. Du kannst ja noch mal anrufen. Ich schlafe bestimmt nie so schnell ein. Ja, bis nachher. Also Leo meint auch, dass Ökowein kaum für uns in Frage kommt. Aber er will bei Gelegenheit noch mal ausführlich mit dir darüber reden. Wir sollten uns auf keinen Fall vom Steinkreuz trennen. Denn wenn das Geschäft noch schlechter wird, fürs Steinkreuz finden wir immer einen Abnehmer, meint Leo. Naja, wenn Leo das meint. Wieso? Traust du ihm nicht? Doch, doch. Ich finde, in unserer Welt ist so viel Scheiße. Von Ozonloch bis Plastiktüte, dass man alles versuchen muss, um ohne Chemie zu leben. Der Ökowein ist also deine Idee? Michelle macht sich natürlich in ihrem Zustand Gedanken über Dinge, die wir... Solange sich dein Nachdenken in Petersilie und Gemüsesuppe ohne Speck niederschlägt, bin ich einverstanden. Aber wenn es darum geht, unsere beste Lage zu verkaufen, um geringe Mengen Ökowein zu produzieren, muss ich protestieren, und zwar energisch. Und ich möchte nicht, dass du Martin falsch beeinflusst, Michelle. Hast du mich verstanden? Und ich möchte nicht, dass du mit mir in diesem Ton redest. Michelle. Du solltest dir vielleicht Zeit lassen, alleine etwas nachzudenken. Du hast dich aber auch wirklich im Ton vergriffen. Habe ich das? Es tut mir leid. Aber es geht ja vielleicht um unsere Existenz, Martin. Ach.
Die Idioten. Das sind alles Idioten. So. Oh, das wäre geschafft. Aber er wollte absolut nicht gehen. Kann ich gut verstehen, wenn du so rumläufst. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nach Trier wollte. Und solange die Mode so kurz ist. Außerdem weißt du, was du hast? Die schönsten Beine und den schönsten Hintern an der Mosel. Erstere sind zur Besichtigung freigegeben. Und alles andere? Idioten. Alles Idioten. Ja, ja. Nur schlafen Sie mal schön. So. Alles andere? Das weißt du doch. Ich weiß auch nicht, wie schön es in Weinberg war, wenn du angeblich beim Friseur warst. Ja, es war schön. Und es ist vorbei. Aber einmal könnten wir doch noch, wenn die Gelegenheit so günstig ist. Du meinst im Ernst, dass ich mit dir? Nein, natürlich nicht. Wir können ja in irgendein Gästezimmer gehen. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wie eine Frau aussieht. Und Petra? Mit der habe ich Schluss gemacht. Die wollte mich vereinnahmen. Oh, mir kommen die Tränen. Aber reg dich nicht auf. Die Mosel hat viele Töchter. Einmal mehr oder weniger. Wo ist denn da der Unterschied? Einmal mehr kann einmal zu viel sein. Ja? Nein, ich habe noch nicht geschlafen. Wir haben einen lieben Gast, Herrn Zerfers. Er liegt auf Zimmer 4. Ja. Und du? Wie geht's dir? Was sagt die Waage? Gratuliere. Aveline! Du, warte mal einen kleinen Moment. Aveline! Wo bin ich denn? Ja, wo ist die Bödinger? Sie sind im Anker. Gunther und ich haben sie ins Bett gebracht, damit sie sich ordentlich ausschlafen können. Ja, dann kann mich doch der Gunther nach Hause fahren. Der Gunther ist nicht mehr da. Nie ist der Gunther da, wenn man ihn braucht. Ja, ich... Idioten, das sind alles Idioten. Also gut, kein Ökowein. Du schläfst noch nicht? Wie kann ich schlafen, wenn ich Krach habe mit Hanna? Hanna tut es genauso leid. Morgen redet ihr miteinander und der Fall ist erledigt. Glaubst du, dass ich spinne? Was soll das denn? Sie haben gesagt, dass man manchmal ein bisschen spinnt, wenn man ein Baby kriegt. Wer sagt das? Im Kurs. Ich kenne niemand, der nicht manchmal ein bisschen spinnt. Auch wenn man kein Baby bekommt. Aber du sagst es mir. Was? Wenn ich spinne. Ein Kind zu bekommen ist ein ganz normaler Vorgang. Und kein Grund, in Panik zu geraten. Auch aus dem Kurs. Ja. Sieht man schon was? Ich glaube, nein. Aber was ist, wenn ich dick und hässlich bin? Wirst du dann nicht... Was werde ich? Na ja... Hässlich kannst du gar nicht werden. Und wenn man demnächst hier was sieht, daran bin ich ja nicht ganz unschuldig, oder? Und ich bin sehr stolz auf mich. Stolz? Jeder Mann, der ein Kind in die Welt setzt, sollte stolz darauf sein. Und du wirst das süßeste Baby haben, das es je gegeben hat. Ich nicht. Was? Wir.
Bescheid. Was soll ich wissen? Ich arbeite ab heute wieder hier. Hat mein Onkel Ihnen das nicht gesagt? Wie sollte er? Herr Zerfass ist noch nicht wieder aufgetaucht. Was? Er ist doch heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Ja, der war nicht mehr transportfähig, da haben wir ihn im Anker. Aber es ist doch schon gleich acht. Das hat es ja schon öfter gegeben, dass Herr Zerfass am nächsten Tag unpässlich war. Aber um acht kommt doch der Steuerberater. Mhm. Mein Onkel wollte, dass ich bei dem Gespräch dabei bin. Da gibt es nicht mehr viel zu besprechen. Die Erklärung habe ich so gut wie fertig. Der muss verpennt haben. Vielleicht sollte ich Frau Wendel sagen, was Herr Zerfass in so einem Fall zum Frühstück wünscht. Wendel, Gasthof Anker, guten Tag. Gunther? Nee, der ist noch nicht runtergekommen. Was mich allerdings auch nicht wundert, wenn man... Gut, ich verstehe. Ich geh mal rauf und weggehen. Gut, tschüss. Herr Zerfass? Herr Zerfass? Herr Zerfass? Ist Ihnen nicht gut? Ich habe mich nur noch für einen Moment hingelegt. Gunther hat angerufen, ob Sie Ihren Steuertermin vergessen haben. Nein, ich kann... Sie sind krank. Ich werde den Arzt rufen. Nein, nein, nein. Wozu denn? Es geht schon, ich komme schon. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Dr. Fütting kann sofort da sein. Nous sommes arrivés, monsieur. Voilà Moselbrück. Attendez-moi. Bien sûr, monsieur. Monsieur Berthier. Paul. Ja, natürlich, Paul. Ach, das ist ja eine Überraschung. Warum haben Sie denn nicht vorher angerufen? Wenn ich telefoniere, es ist keine Überraschung. Das ist richtig. Bitte kommen Sie rein. Nur wenn du zu mir sagst. Ja, natürlich. Nein. Bitte komm rein. Bitte. Einen Moment, bitte. Michel! Michel! Komm mal runter, aber ganz schnell. Bitte. Ein Glas Wein? Nein, danke. Vielleicht später. Bitte. Hanna? Hanna? Hanna, wo bist du? Mon état m'empêchait de rasser mon père, ce serait un état qui ne me plairait pas. Tu as l'air en pleine forme. Tu vas bien? Oui, très bien. Mais qu'est-ce que tu fais en Allemagne? Et pourquoi tu n'as pas appelé? C'est ce que ta belle-mère m'a demandé déjà. Bon, je dois aller à Francfort. Et je voulais enfin savoir où tu es installé. Francfort, aber du hast doch etwas Zeit. Nur ein paar Stunden. Ach, nicht über Nacht? Ich glaube, du kennst meinen Vater nicht richtig. Er ist berufstätig. Er will das Haus sehen. Da muss ich schnell machen, sonst ist er schon wieder weg. Also erst das Haus oder erst ein Glas Wein? Also gut, erst ein Glas Wein. Tja, die haben eine Kreislaufschwäche und hoffentlich nicht mehr. Das geht vorüber. Geben Sie mir eine vernünftige Spritze. Nein, das alleine ist es nicht. Ich werde Sie einweisen. Sie müssen stationär beobachtet werden. Im Krankenhaus? Ja, das dauert nicht lange und dann wissen wir Bescheid.
Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich gehe nicht ins Krankenhaus. Oh, das ist richtig. Sie werden gefahren. Jede Bewegung muss vermieden werden. Ich werde gleich den Krankenwagen bestellen. Wo ist das Telefon bitte, ja? Unten. Gut. Und Sie halten sich bitte vollkommen ruhig. Und damit Ihnen das leichter fällt, dann kriegen Sie Ihre Spritze, hm? Nach Bernkastel ins Krankenhaus? Nie. Wieso? Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht? Ich war noch nie im Krankenhaus. Und wenn ich nach Bernkastel gehe, dann spricht sich das rum. Dann heißt es, der alte Zerfass, der ist am Ende. Und das kann ich mir in meiner Lage nicht leisten. Es gibt sowas wie eine Schweigepflicht. Und wenn Sie ein Einzelzimmer haben? Einzelzimmer? Ich bin unterversichert. Da liegen wieder 10 um mich rum. Und außerdem kenne ich dort Schwestern. Ich bin da bekannt wie ein bunter Hund. Ah, verstehe. Ja, leider sind Sie unterversichert, sonst würde ich sagen, wir bringen Sie nach Trier. Aber den Transport wird die Kasse nicht bezahlen. Und wenn ich in Zerfass nach Trier fahre? Na, tut mir leid, aber die Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Tut ja sowas, als ob ich schon halb tot wäre. Also gut. Ach, Trier. Die Überführung bezahle ich selber. Na, also. So. Und jetzt halten Sie mal schön still. Es tut doch gar nicht weh. Ist das in der Chambre? Ja. Je vois. Et où est votre salon? Eh bien, en bas. Tu viens de voir. Ah, je comprends. Alors, si tu veux être seule avec ton mari, vous devez aller au lit. Seule? Quand Martin revient le soir après le travail, il tombe de fatigue et il ne pense plus qu'à... C'est dommage. Pourquoi? Tu devrais comprendre, toi aussi tu connais que ton travail. Et malheureusement, la situation est telle que... Tu as dit malheureusement? Il y a quelque chose comme une chambre d'enfant? Oui, là. On pourra grandir ici plus tard. On en a déjà parlé avec Martin. Est-ce que tu es heureuse ici, Michel? Oui. C'est vrai, j'ai été élevée dans un château. Mais je n'ai pas besoin de plusieurs salons et domestiques. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime et je l'ai trouvé ici. Il y avait quelqu'un aussi à la maison. Oui, papa, je sais. Martin, kommst du mal? Papa ist da, will dir guten Tag sagen. Dass der sich noch mal hierher fährt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Voilà, c'est notre vignoble. Ah non, ça n'est pas exact. Les autres sont par là et par là. Mmh. Et ils travaillent seuls? Non, avec le vieux Matzenbar. Et Anna et moi aidons de temps en temps, parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de travail. Mais au vendange, on engage des gens. Oui, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de travail. Mais quand ils rentrent à la maison, ils tombent de fatigue. Papa. Oui, bon, excuse-moi. Hallo, Paul. Dass du endlich mal gekommen bist. Aber es war ja auch schon höchste Zeit. Wir gar nichts Vernünftiges da haben zum Essen. Aber wir können natürlich auch alle in den Anker gehen. Essen ist nicht wichtig, aber ich habe ein anderes Problem. Die Steuer. Hast du krumme Touren gemacht? Bon, je continue en français parce que c'est trop compliqué. Je voulais te dire, Michel, je n'ai qu'un seul enfant. Et le jour où je m'en irai, tu seras une femme riche. Tu es malade? Non, non, non. Il y a longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien.
Non, mais ce qui me rend malade, c'est de penser aux impôts que je dois payer chaque année et aux droits de succession que tu devras payer, toi, un jour. Aujourd'hui, on va pas se casser la tête avec ça. Si, si, justement. Je vais me renseigner pour savoir à combien peut s'élever une donation sans que les impôts en bouffent la moitié. Et puis, je te donnerai cet argent plus tard. Et qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Moi aussi, je vais avoir des problèmes. Tu pourrais faire construire une belle chambre pour mon petit-fils ou ma petite-fille? Tu penses que nous avons besoin d'argent. Et comme tu sais que Martin n'acceptera pas l'argent de toi, tu as décidé de nous jouer un tour avec ton histoire d'impôts. Non, non. Non, non. J'en ai parlé à Roginas déjà, mon conseiller juridique, et je voulais t'en parler aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu. Guten Tag, ich bin Schwester Angelika. Herr Zerfas. Angelika? Seit wann sind Sie denn in Trier? Seit einem Vierteljahr. Und Sie sind hier zur Generalinspektion, wie ich sehe. Warum sind Sie nicht nach Bernkastel gegangen? Ich habe meine Gründe. Und Sie, Sie sind weggegangen wegen Martin, nehme ich an. Tat mir damals wirklich leid, dass das auseinandergegangen ist mit euch beiden. Obwohl, Michelle, aber ich sehe, Sie sind ja auch. Gratuliere. Wer ist denn der Glückliche? Ich meine, wenn man fragen darf. Das ist ein Mitbringsel aus dem Urlaub. Oh, oh. Renate, holst du mir mal bitte das Blutdruckgerät? So, und jetzt werde ich Ihnen erst mal mitteilen, was wir mit Ihnen veranstalten. Zuerst... Angelika? Ja? Warum sind Sie nach Trier gezogen? Weil ich das Kind bekomme. Und ich möchte nicht, dass Martin denkt, er sei der Vater. Ist er nicht?